Und hat jetzt mit ihren Konzerten nach 19 Jahren Abwesenheit ein furioses Comeback hingelegt. Das ist Grace Jones. Provokante Musikerin und Schauspielerin, androgynes Gesamtkunstwerk. Seit den 70er Jahren ist Grace Jones eine der beeindruckendsten Künstlerinnen unserer Zeit. Ihre Karriere beginnt die jamaikanische Pfarrerstochter als international erfolgreiches Model. Mitte der 70er taucht sie in die Kunstszene von Paris und New York ein, nimmt ihre ersten Songs auf und wird 1977 mit ihrem ersten Album zur Disco Queen. In den folgenden Jahren wird Jones mit ihren avantgardistischen Inszenierungen zur wohl stilbildendsten Künstlerin und Ikone der 80er Jahre. Songs wie Pull Up to the Bumper und Slave to the Rhythm werden Meilensteine der Popmusik. Und auch das Kino setzt in Filmen wie hier bei James Bond auf die Ausdruckskraft der extravaganten Jones. In den 90ern wird es ruhiger um Grace Jones und sie macht fast mehr mit ihrem Privatleben als ihrer Kunstschlagzeilen. Jetzt ist Grace Jones zurück mit neuem Album. Der Titel heißt Hurricane und einer Tour, die als das Konzertereignis des Jahres gefeiert wird. Herzlich willkommen. Große Freude, Grace Jones. Thank you. Danke. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen denn damit, dass die Menschen, die zu Ihnen ins Konzert kommen, jetzt völlig ausrasten? I think they give me back ich glaube, a lot die geben mir einfach viel von dem zurück. Energy. Mhm. Von der Energie. Really, I always like to think this is my party. Ich denke immer, das ist meine Party hier. And when I'm performing, und wenn ich auf der Bühne stehe, really dann habe ich auch wirklich Spaß daran. Return, und ich denke, im Gegenzug well. Haben alle anderen auch Spaß dran. Ja, so geben und nehmen. Da sind aber so ein paar Momente, die ganz anders sind. Ich habe Sie gesehen in den 80er Jahren. Da haben wir uns das erste Mal getroffen, haben ein Video gedreht und Sie sind auf Deutschland-Tournee gewesen. Und jetzt gegen Ende des Konzerts fiel mir auf, das Publikum ist dabei, kann mittanzen auf der Bühne. Wir haben einen Ausschnitt aus dem Konzert, das Finale, also nicht mehr die Distanz zwischen Publikum und Ihnen, sondern ein großes Party-Happening. Alle sind auf der Bühne und tanzen dazu. Yes. Well, you know, I used ja, wissen Sie? I used to bring people up. Ich habe schon immer Leute auf die Bühne geholt. I used to hit them. Aber da habe ich es mal eher geschlagen, erinnern Sie sich? I used to abuse them. Ich habe sie auch durchaus angegriffen. You know, beat them. So, bitte ich sie immer noch zu mir auf die Bühne, aber ich schlage sie nicht länger. Was hat sich denn da bei Ihnen verändert, dass Sie das Publikum jetzt keine Schläge mehr abkriegt? Fernsehmoderatoren haben das ja auch von Ihnen bekommen. Was hat sich da verändert? I think I just focusing more on my voice. Dass ich mich jetzt einfach mehr auf meine Stimme konzentriere. On my performance. Auf meine Performance. I believe that when you have a very good sound, I'm also with a fantastic band. Ich habe ja eine tolle Band dabei, eine super Live-Band, die ich vorher auch nicht hatte. They are great musicians. Das sind fantastische Musiker aus London. Mein Sohn ist auch in der Band. Spielt Schlagzeug und Keyboard. Und ich glaube, das macht die ganze Performance auch anders, diese Live-Musik. Grace, dass viele gar nicht wussten, dass sie einen Sohn haben, der Musiker ist. Paolo ist dabei, Sie haben es eben gerade gesagt, Paolo ist, glaube ich, 29 Jahre alt. Und in Berlin beim Konzert war es dann so, dass er mit seiner Band als Vorgruppe erstmal den Laden angeheizt hat. Und dann sagte er zum Schluss, und jetzt kommt gleich Mama auf die Bühne. Ah, yes. Ja. Wir haben ein Foto von Paolo. Ist er bei Ihnen aufgewachsen zu Hause? Paolo oder? Yes, of course. Ja, natürlich. Yeah, I took him everywhere. Ich habe den überall mit hingenommen. And that's my granddaughter. Und das da ist meine Enkeltochter. Herzlichen Glückwunsch, die Großmutter Grace ist vor mir. I know. Well, it's about time, you know. Na ja, ist ja auch langsam an der Zeit, oder? I mean, you want to still have grandchildren while you can. Man sollte noch Enkelkinder haben, solange man halbwegs fit ist, sich um sie kümmern kann, oder? We take the baby on tour. Wir nehmen das Baby auch mit auf die Tour, die ist immer dabei. And Paolo came on tour with me. Und Paolo war auch mit mir damals immer auf Tour. Das heißt, sie haben damals hinter der Bühne immer Windeln gewechselt, Breichen angerührt. Waren dann später in der Schulsprechstunde ihres Sohnes oder wie dürfen wir das verstehen?
You know, I didn't, the nun, teachers actually had yeah. die Lehrer, die yeah. fanden mich natürlich alle klasse. Ja, yeah, das waren so heimliche English Fans. Teacher, der Englischlehrer, eigentlich alle Lehrer, they die schwärmten like schon für mich. Die hätten gern mal mit mir geschlafen. It was never a problem. Also das war eigentlich nie ein Problem. Und ich war ja auch immer sehr sportlich. Habe die ganzen Eltern Wettbewerbe mitgemacht, wenn man sich sportlich betätigen musste. So dieser Ein-Meilen-Lauf und solche Sachen. Und ich hatte immer die Trophäe hinterher. Sie waren immer die Schnellste. Was war Ihnen bei der Erziehung von Paolo wichtig? Important to never say no. Mir war wichtig, niemals Nein zu sagen. This was, like I say, never. I never used any so wie negative niemals words in, oder in andere English. Negative Begriffe, die habe ich nie gebraucht auf Englisch ihm gegenüber. So, I never said, don't also ich habe nie gesagt, mach dies nicht, don't touch that. Das darfst du nicht anfassen. I always said, if you do that, ich habe immer gesagt, wenn du das machst, happen. Passiert dies oder jenes. So, I never used aber habe no, nie don't. Nein, nicht oder negative yeah, Worte benutzt. This was very important. Ich denke, das war sehr wichtig. Very difficult too. Auch sehr schwierig. Ich habe es zu Beginn gesagt, Sie kommen aus Jamaika, Tochter eines freikirchlichen Predigers. Und wie war denn die eigene Erziehung so im religiösen Umfeld, die Sie genossen haben? Well, it was extremely strict. Yeah. Extrem streng. Yeah, extreme. It was, ganz streng, ja. Couldn't wear pants. Ich durfte keine Hosen tragen, ich durfte kein Make-up tragen, couldn't paint my nails. Durfte meine Nägel nicht lackieren. I had to cover, musste my knees. Meine Knie immer bedeckt haben, always in a hat, something immer einen on Hut head. Tragen, you know, irgendwas auf dem Kopf. Also das war schon recht ja, fundamentalistisch, Christian, very, sehr christlich. Yeah. Mm-hmm. Geprägt. My grand uncle was mein Großonkel war der Bischof von Jamaika. And then my step-grandfather, und mein Stiefgroßvater, mit dem ich aufwuchs, der wurde dann nach now dessen Tod Bischof. Jetzt Bishop, ist mein Bruder der Bischof. And my father of South Africa, Bishop. Mein Vater so ist Bischof anderswo, also ja. So it was very tough. War schon recht hart. I had to break. Ich musste mich da befreien. Go wild. I had und to get out. Zu der Wilden werden, die ich wurde. Musste einfach raus. Bruder Noel ist Bischof in Amerika, auch einer Freikirche. Besuchen Sie ihn ab und zu im Gottesdienst? Oh yes, I do. Yes. Ja, ja, das mache ich, ja. Yes, because he is very different. Er ist nämlich ganz anders. His philosophy in seiner ganzen religion. Philosophie von der Religion. It's more spiritualism ja. eher than spirituell, it's still in the, Spiritualismus the religion of Pentecostal. Schon immer noch in der freikirchlichen Glaubensrichtung verhaftet, aber doch ganz anders, ganz speziell, weil er eher das psychologische Element sucht. Er ist eher ein Psychologe, ein Psychiater, you know, kann man sagen. He doesn't preach, also er predigt you know, nicht so. And you're gonna burn in wissen Sie, er sagt nicht, ihr verbrennt in der Hölle things. Und irgendwelche angsteinflößigen Dinge. So predigt er nicht. Er sagt einfach, wie man sein tägliches Leben leben kann having the strength and und wo man Stärke und Positivität herausziehen kann, um sich dann wirklich allem zu stellen, was einem passiert an negativen Dingen in unserer Welt. So. I go and I take a also lot ja, of friends. Da gehe ich hin, besuche ich, nehme Freunde mit, auch jede Menge Hollywood-Schauspieler und wir sitzen dann alle da in der ersten das, Reihe. Das heißt, ein Stück dieser Religiosität ist inzwischen zurückgekehrt zu Ihnen, dank Ihres Bruders, der als Bischof dieser Freikirche arbeitet? No, I mean... I still am not the believer in ich würde sagen, religion. Ich glaube immer noch nicht an Religion als solches. More into spiritualism. Eher an Spiritualität. I like all religions, mir gefallen die alten Religionen. Mhm. Aber ich gehöre keine an. Verstehen Sie, was ich meine? I like to take the positives ich from them. Nehme mir gerne das Positive aus allen heraus. I think they all have something und ich denke, sie alle haben irgendwas, was sie uns anbieten können. Aber gleichzeitig haben sie natürlich auch alle negative Aspekte. Mhm. Weil Sie es eben beschrieben haben, Grace, dass Sie da rausgebrochen sind aus dieser religiösen, überreligiösen Familie, weil jeder wurde Bischof und es war immer das wirklich wichtige Thema. Wie hat denn die Familie darauf reagiert damals, als Sie dann den Ausbruch gestartet sind? Nun, mein Vater, was tough for him. Für den war es schwer, denn
political family. Er kam auch aus einer politisch geprägten Familie. Er war der Einzige in dieser Familie, der sich der Religion zuwandte und Prediger wurde. So he understood me, er hat mich also verstanden auf dieser Seite, aber es war trotzdem schwierig für ihn, denn alle anderen, sein ganzes Umfeld, die ganze Gemeinde, die Kirche um ihn herum, wollten, dass er mich verstößt. And he didn't do it. Und das hat er nicht gemacht. So he would have become bishop a long time. Er wäre also schon sehr viel früher Bischof geworden. Aber ich denke, es war wegen mir, dass sie ihn nicht früher zum Bischof gemacht haben. Das war erst recht, recht spät. He and my brother became bishop. Er und mein Bruder sind quasi gleichzeitig Bischöfe geworden. And my brother was one of the youngest. Und mein Bruder war einer der jüngsten Bischöfe. Also ich denke, mein Vater war im Stillen schon stolz auf mich. Hatte immer ein Bild bei sich im Portemonnaie, hat herausgenommen und so weiter. Aber klar, der wäre nie ins Kino gegangen, um sich meine Filme anzugucken. War auch nie bei irgendwelchen Shows von mir. Und wenn es jetzt mal im Fernsehen käme, würde es wahrscheinlich leise und still sich anschauen und wahrscheinlich sich wundern und schreien, oh Gott, warum zieht sie ihre Kleider aus? Ich denke, der wird ziemlich ausrasten, ja. Aber ein gewisser Stolz wird bei Vater dann doch vorhanden gewesen sein, bei dem großen Erfolg, den Grace Jones gerade in den 80er Jahren dann ganz international hatte. Ich kann Ihnen sagen, wir haben heute wahnsinnig viele E-Mails vor der Sendung bekommen. Alle sind überrascht, dass sie im deutschen Fernsehen auftreten, dass sie wieder da sind. Viele schreiben, ach Gott, Mensch, sie muss doch mehr live zu sehen sein. Sie waren bei 3 Konzerten in diesem Jahr in Deutschland zu sehen. Alle sagen, das ist viel zu wenig. Und dann schreibt Peter Tölz aus München und sagt, wissen Sie, dass Frau Grace schon einmal einen TV-Moderator verkloppt hat? Ich wünsche Ihnen mehr Glück. Na, wäre vielleicht ja ganz attraktiv. Wir haben nochmal nachgeguckt. Es war vor vielen Jahren. Yes, that was many years ago. Das ist viele Jahre her. Yes. Schade, ich dachte, ich werde jetzt patientlich. He turned his back on me. He was very naughty. Ja, manche halten das heute noch vor, aber der war auch einfach Russell Harty aus England. Yes, yes. Guck mal, er guckt sie nicht mal an. He's not. Ja. Genau, der guckt mich gar nicht an. Er sollte mit mir reden, mich interviewen, das sollte ein gemeinsames Interview sein. Wir alle zusammen. Und er, ja, drehte mir dort den Rücken zu. Es geht zur Sache. Der arme Kollege. Ich weiß überhaupt nicht, ob der heute noch moderiert. Und dieser süße, schmollende Mund. Ja? Hier, stell doch mal. Oh Gott, I was very tired. Oh je, ich war damals sehr, sehr jung. I was very tired and I was always very mature. Nee, ich war schon durchaus reif, das war ich eigentlich immer. That's why I hit him. Deswegen habe ich ihn ja geschlagen. You know, I was, he was the child, I was the teacher. Er war eigentlich kindisch und ich war der Lehrer dabei. Ich drehe mich jetzt gleich mal weg, mal sehen, was dann passiert oder so. Was treibt Sie heute noch zur Weißglut? Doesn't work anymore. Nee, das ist schon noch okay. Because you're still smiling. Denn Sie lächeln noch. Ja. Gibt es irgendwas, was Sie heute noch zur Weißglut treibt, wo Sie dann schon mal wieder zuhauen? Of course, there's a lot of things. Ja, natürlich. Es gibt jede Menge more Dinge. And more. Every time immer mehr eigentlich. Wann immer ich reise, wenn ich durch den Flughafen muss, dann denke ich jedes Mal, ich stehe kurz vor der Verhaftung. Diesmal, als ich rübergeflogen bin, sollte ich meinen Pullover ausziehen, oder ich hatte so einen Anzug an, so ein Overall, und da hatte ich nichts drunter. Ist so ein Overall mit jeder Menge Reißverschlüsse und so weiter. Und sie hat wirklich insistiert, ich musste ihr zeigen, gucken Sie mal, ich habe wirklich nichts drunter an. Ich habe es vorhin gesehen, als diese Probe hier waren. Ja? Ja, genau, das war der Overall. Das heißt, die Reißverschlüsse kann man öffnen und das sind quasi Lüftungsschlitze. Einfach zur Belüftung. Hier eine Tasche, da eine Tasche. Man kann ja nicht allzu viel mitnehmen mehr an Bord. Man hat nur noch ein Stück Handgepäck. Also deswegen habe ich da über diesen Overall an und Pass, Telefon, Make-up und so weiter hatte ich verstaut. Socken trage ich vielleicht noch. Vielleicht gerade noch ein paar extra Unterwäsche mal. You never know. Ja, genau, man weiß nie genau, wo man endet. So this suit, you know, is what wie gesagt, diesen Overall, den habe ich eigentlich dauernd an. Und ich hasse es, wenn ich meine Schuhe ausziehen muss. I don't wear shoes to the das heißt, die trage ich gar nicht mehr im Flughafen. I just go in flip-flops. Gehe einfach in Flip-Flops hin und die Schuhe habe ich dann in der Tasche. So there, you know, there's a lot of things. Doch, da gibt es schon noch einiges.
But you have to have a lot of patience. Ja, mich. For your people, I find, dahin bringt, dass ich einiges an Geduld aufbringen muss. Die Leute sind heute aber nicht mehr so nett wie früher, finde ich. Sie sind nett. Grace, wissen Sie, wie alles noch begann? Bei uns in Deutschland 1978, es gab ein Cover auf dem Stern und dieses Cover war für viele die Provokation schlechthin. Es war ein Foto übrigens von Helmut Newton, dem Fotografen. Yes, yes. So, das war das Cover damals auf einer ganz wichtigen Zeitung. Yes. 78. Und alle waren irgendwie aufgescheucht. Es war eigentlich ein Bericht über die verrückteste Diskothek der Welt, damals Studio 54 in New York, wo sie auch viel unterwegs waren. Yes, yes. Ja. Und dann kam bei uns Alice Schwarzer, Inge Meisel. Zwei Feministinnen haben gesagt, das geht nicht. Sie haben damals den Stern verklagt wegen frauenverachtender Darstellung. Haben Sie das damals verstanden, diese Sichtweise, dass die Feministen gesagt haben, sowas darf nicht abgebildet werden? Ja, ich kenne das, aber manche Menschen, da kann man sagen, was man will. Die können sagen, was sie wollen und wenn die Leute ihnen zuhören wollen, bitte. Aber das würde ich nie an mich heranlassen, mich dazu bringen lassen, meine Richtung zu ändern. Für mich war Helmut Newton einer der Fotografen, mit denen ich schon immer hatte arbeiten wollen. Und als ich noch als Model arbeitete, da liebte er mein Gesicht. Aber er hat immer vergessen, dass ich keine großen Brüste hatte. Der hat mich dann immer angerufen für ein Fotoshoot und gesagt, ach Grace, ich habe es wieder vergessen, du hast ja keinen großen Busen, Mist, kann ich gar nicht gebrauchen. Als ich dann anfing zu singen, hat der Stern Helmut Newton angerufen und eine Fotostrecke in Auftrag gegeben. Nicht als Model, sondern als Performerin. Also zu Recht sagen viele, Sie waren die Ikone dieser Zeit mit der Brikettfrisur auf dem einen Plattencover. Das ist natürlich dieses androgyn harte Äußere und diese coole, aggressive Pose. Die war absolut neu in dieser Zeit. Das hatte aus der Musikszene keiner drauf. Mhm. Und es dann die Werbung dazu kam und das natürlich auch genutzt hat als Motiv in der Zeit. Wie viel war davon echt und wie viel war wirklich Inszenierung und auch Schauspielerei? I would say, ich würde sagen, is 100%, das ist zu 100% alles ich und gleichzeitig ist es auch die Fantasie, die ich von mir selbst habe. Also the collaboration, auch die Zusammenarbeit, dieses Foto hier beispielsweise, das hat Jean-Paul Good gemacht. And, Jean-Paul Good ist übrigens der Vater... Ja, genau, der Vater meines Sohnes. It's funny, you know, no one likes to tell their und secrets. Niemand verrät natürlich gern seine Geheimnisse, aber er sagte, er hat mich bei der Geburt gesehen, er war dabei und er hat gesehen, wie ich meinen Mund dabei so weit aufgerissen habe. Bei der Geburt kam ihm die Idee, dieses Foto zu machen. Das sind ja Geschichten, die Sie mir hier erzählen. Yes. Grace. Yeah, these are really secrets. Das sind jetzt wirklich Geheimnisse, genau. So genau. There is a method behind also da steckt all schon eine Methode dahinter, hinter diesem ganzen Wahnsinn, den Sie da sehen. Ein bisschen gesund bin ich dahinter schon noch. Ja. Die Sache ist ja, dass viele damals das alles auch so ernst genommen haben, den Humor der Inszenierung, glaube ich, gar nicht gesehen haben. Das ist das, was viele jetzt so überrascht, dass hier eine humorvolle, entspannte Künstlerin sitzt. Ja. No, that's true. Ja, das stimmt. I mean, when you und get to know me, wenn man mich besser kennenlernt, everybody says I'm dann funny, sagen das alle, dass ich ein lustiger Mensch bin. Wir lachen unheimlich viel. There was a look. Aber es gab natürlich diesen Look, dieses Image, dieses sehr strenge. Und ich glaube, das war auch beeinflusst durch diese ganzen strikten religiösen Männer in meinem Leben, in meiner Familie. Und ich glaube, das habe ich dann quasi schauspielerisch verarbeitet. Das habe ich dargestellt. Jetzt kann ich mich weicher geben, denn ich denke, viel davon habe ich abgearbeitet, ja. Unter anderem damals auch in den 70er, 80er Jahren der wilden Zeit im Studio 54, da waren auch Drogen gang und gäbe. Jetzt habe ich einen Ausschnitt ausgesucht aus dem Konzert. Und zwar erinnern wir uns alle noch an Slave to the Rhythm. Und diese Form, Slave to the Rhythm, zum Besten zu geben, Grace, in ihrem jetzigen Konzert ist eine ganz andere Form. Also, es erinnert mich ein bisschen an Hawaii. Hier ist Grace Jones mit Hula Hoop. Das könnte stundenlang gehen, ne? Ja?
Ja, nonstop. Was ist das, Sie da links in der Hand halten? Rechts das Mikrofon, das kapiere ich noch. Links ist so ein bisschen Balance. They're bells. Ja, das sind so Kugeln oder Glöckchen. You know, they're bells for Zen, you know. Aus der Zen-Religion, also Meditationsglocken eigentlich. Das heißt, um natürlich auch. Und manchmal schlagen die dann gegeneinander, dann macht so Ding. You know, it's like ding before you, also so ein Ding-Geräusch, bevor man dann die Gesänge anstimmt. After a massage, nach einer Massage beispielsweise, wissen Sie, dann hört man dieses Ding. Und dann, kommt der Satz, Massage is finish und Ding. Massage is finish. Ja. Interview is. Just kind of focus. Grace, I'm very sad to say, ich bin sehr traurig zu sagen. Interview is finished now. Oh, bing. Time over. Bing. Thank you so much. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Es gibt leider nur noch ein Konzert in Deutschland. Das ist nur aufgeschrieben, 16. Juli in Stuttgart. Yes. Sie müssen noch mal ein bisschen, ich meine, wir haben, wie gesagt, Südpost gekriegt. Es wird mehr geben. Versprochen. Absolut versprochen. Absolutely. Ja. Alles Gute, Grace. Und auf bald, auf Danke ein neues. Vielmals. Ich muss auch loswerden. Nächste Woche ist hier zu Gast. Auch Bling, Tina Turner. Tina Turner, ja. Und jetzt im Anschluss kommt das Nachtmagazin. Gastgeber ist heute Ingo Zamperoni. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Und nach dem Nachtmagazin, wie immer Inas Nacht, kann ich Ihnen auch sehr empfehlen. Also dann nächsten Montag sind Sie herzlich eingeladen. Tschüss. Vielen Dank.